Genau, Tür. Oben Tür, linke Tür. Hallo, Geist. Hast du ihn gefunden? Ja, dein Name ist Lux. Lux? Nun erinnere ich mich. Ist doch Licht, oder? Tausendmal danke, mein Freund. Erneut schulde ich dir etwas. Ich habe nichts Materielles bei mir, aber ich mache dir einen Teil meines Wissens. Verwende es weise. Oh, Fertigkeitspunkte. Ist doch schick. 4 Stück. Könnten wir Rüstung auf 11 pimpen, um die Plattenrüstung zu tragen? Wenn wir den 11 überhaupt schon benutzen dürfen. Nee, dürfen wir nicht. Aber okay. Hier weg. Da rein. Stirb. Stirb. So. Noch eine Tür. Noch eine Tür. Oh. Oh. Ein ganz schön bequemes Sofa. Oh, das Ding lebt ja noch. So. Ausleuchtung. Und das Sofa können wir nicht benutzen. Das ist schade. So, du da rein. Da kommen wir her. Da ist kein Secret. Da ist kein Secret. Die klauen was, das weiß ich noch. Fröschli ist tot. Das ist nicht so praktisch. Auge einer Krähe. Was genau so... Ah, wollte schon sagen, was genau sollen wir hier machen? Rolle des Eisengolems. Ha. Das klingt praktisch für einen Bosskampf. Oh, nichts stehlen lassen. Und weg hier. Okay, das war ein Flop. Also zurück. Und da hoch. So. Da geht's weiter. Wir wollen nicht weiter, wir wollen erstmal diesen Kartenabschnitt machen. Da geht's auch weiter, wollen wir immer noch nicht. Hier geht's zurück zu dem Bibliothekar. Au. So, Licht an. Licht an. Und Phasentür. Und Arkanimmunität. Also wenn das echt für den Strahl von dem Hirn gelten sollte, wäre das irre praktisch. Sollten wir mal testen. Oh. Genau, verbrennen sie alle. Da unten ist noch so ein Eisritter. So. Mehr Licht. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. Jetzt zünd ihn nochmal an, bitte. Also jetzt. Jo, sauber. Also Licht an, du mit noch mehr Ausleuchtung. Warum kriegen wir das so häufig in letzter Zeit? Ich meine, wir kriegen die Räume doch eigentlich fast alle so ausgeleuchtet. Hm. Noch mehr goldene magische Essenz in einem Familienpack. Sonst keine Secrets, okay. Schwert. Zack. Definitiv Bibliothek, ja. Nahkampfimmunität. Das klingt auch sehr gut. Aber wie kommen wir jetzt runter zu dem Eisrüstungstypen da? Sonst ist das hier doch eine Sa... Ah, nee, nee, hier ist Reiter. Beziehungsweise hoch. Hm. Okay. Oh, du bist der Einschläfertyp, ja? Wer wagt es, meine ewige Meditation zu stören? Mein Name ist Jean-Luc Picard und ich bin einer der dunklen Diener von Harlekon. Okay. Ich komme, um Zeuge deiner Magie zu werden.
Wenn du Jean-Luc Picard bist, sage Hallo zur Crew der Enterprise, was? Aber, woher weißt du was über Fernsehen? Ich habe es ihm erklärt. Nein, das ist der Dungeon Master aus der Pen & Paper Runde am Anfang. Rick, bist du es wirklich? Was tust du denn hier? Alter, du halluzinierst noch immer. Wir haben etwas in dein Bier geschüttet und du bist gefangen in einer Halluzination. Verdammt, ich hatte recht. Ich fing schon an daran zu zweifeln. Hey, wie kommt es, dass ich dich nicht sehen kann? Du kannst ihn nicht sehen, da er nicht real ist. Ich manipuliere deinen Geist. Ich lese einfach deine Gedanken und sah Lügen. Jean-Luc Picard, dein Freund Rick und den missverstandenen Grund deiner Präsenz in der Burg. Auch kannst du nicht den Schatten verbergen, den du Cera nennst. Wie machst du das? Welche Art von Magie ist das? Das ist die Herrschaft des Geistes und der Sinne. Um dir den Weg zu zeigen, benötige ich ein magisches Buch, das geschaffen wurde, um den mächtigen Zauber zu halten, der mein Wissen überträgt. Aber wenn du weißt, dass ich kein Diener von Harnakon bist, warum lehrst du mich deine Magie? Weil du eine Kreatur mit einem besonderen Intellekt bist. Okay. Dein Vorgehen ist wirklich originell und es wird unterhalten für mich sein, zu sehen, wie du meine Macht benutzt, um widrige Situationen zu begegnen. Er hat echt Langeweile, ja? Um das magische Buch zu erschaffen, benötige ich goldene magische Essenz, ja. Leeres Papier? Wir haben ein leeres Buch, was wird damit? Eine schwarze Feder und schwarze Tinte. Die Regale sind mit Büchern gefüllt, suche zwischen ihnen nach losem Papier. Federn und Tinte wirst du hier in der Bibliothek schon finden. Nein, wirst du nicht finden. Von welchem Tier könntest du wohl schwarze Federn und Tinte bekommen? Von den Raben, wo wir eben waren. Okay, oh, das klingt interessant. Was haben wir hier noch? Arkanschock. Leeres Papier. Doppelaxt. Wir haben immer noch keine Äxte. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wofür diese komischen weißen Ecken da waren. Wo immer stand. Dies ist was, was ich nicht verstehe. Das ist genau dafür. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Oh, oh. Acht. So, gehen wir mal oben rum, vielleicht ist das irgendwie sicherer. Hehehe. Cool, ja. Warum hast du eine Lampe in der Hand? Nee. Zwei. So. Wow. Genau. Ganz ruhig. Übel. So. Wir brauchen wie viel Papier? 200. Aber wir kriegen jetzt ein bisschen mehr, okay. Wo war noch überall Papier? Aber ich gehe mal davon aus, dass wir in der Bücherei überall was finden werden. Das sind die Synchron-Orks. Hier war, glaube ich, kein Papier. Aber wir können mal von hinten die Bücherei aufräumen. Aber der Feuerhaufen. Ja, porte dich ruhig weg, ist egal. So. Hier ist nicht so wirklich viel Papier. Ich hätte doch den oberen Eingang nehmen sollen. Ja, hätte ich, weil das hier ist ganz schön nervig. So. So. Also ja, in dem allerersten Bereich ist auch noch ein Papierfetzen gewesen. Und den anderen ganz selten auch welche. Aber hier sind doch dezent mehr. Also, Orks sterben. So, Schwert. Zauber. Och Jungs. Ihr werdet gleich bestimmt wieder aggro, wenn ich euch störe. Komm. Lauf, lauf. Forest, lauf. So. Menno. Papier. Papier. Mehr Papier. Und ich sollte ihn mal kurz nach Hause schicken. Acht, acht. So. Noch mehr Papier. Und wir haben irgendwo einen Mitflieger. Da. Hier drüben.
Zählst du als Papier? Nein. Okay. Versuch was wert. So. Weg, 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 weg. Du auch weg. So. 62 von. Nee, 56 von 200. Boah. Aber da ist jede Menge Papier, okay? Also Stich töten mit einem One-Hit. Sauber. Euch ignorieren. Und hier töten. Wird trotzdem nicht reichen. Vielleicht oben beim Brain könnten auch welche sein. Also bestimmt, das ist ja quasi die Hauptbibliothek. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So. Halbzeit. So. Ja. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Und wieder so ein kleiner Dieb. Ah, da rechts ist noch ein Blatt Papier, also ein so ein Zehnerpack. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Drache raus. Heilmagie. Einmal. Zweimal. Dreimal. Eins. Und hinterrücks erschlagen. Klappt irgendwie nicht so gut bei denen. Vielleicht klappt es bei dem hier besser. So, komm, dreh dich um. Was zur Hölle? Oh. Dieser Kahn-Dinger. Na gut, hilft nichts. Es ist nicht so, dass wir ganz viele Schriftrollen haben, die Arkanenschutz drauf haben. Stirb. So, weg, 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 weg. Die beiden brennen, also okay. Drachi hat noch sehr viele Lebenspunkte, der hält eh viel aus. Also nochmal schießen. Eine Runde noch und die müssen eigentlich sterben. Okay. Go, go, go. Jo. Eine ist tot. Andere ist tot. Und wir kommen sogar mal an das Herz ran. Sehr schön. Und das sind zwei Papiere. Ah, 131 von 200. Ja, doch, wir kommen gut voran. Da oben die beiden Ritter. Ich weiß nicht. Drachi ist ganz schön angeschlagen. Den sollten wir mal rausschicken. 9, 9. Und da oben ist noch ein Papier bei. Welcher Tür war das? Ich glaube, oben links bei dem Geist. Jo. So. Und die rechte Tür führte nach oben zum Boss. Nee. Zu noch einem Ritter, den wir eigentlich gerade nicht treffen wollten. Oh, oh, oh. Drachi? Nein. Nein, warum trinkst du jetzt ein? Er hat einen Trank getrunken, statt den Drachen wegzuschicken und... Na gut. Nein, warum hast du schon wieder den Trank in der Hand gehabt? Du bist ein sehr komischer, halluzinierender, drogenverseuchter Typ, der besessen ist von einem schwarzen Geist. So. Speichern, heilen, kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.